Der Schmerz steht ihnen auch nach 50 Jahren noch ins Gesicht geschrieben. Das lässt erahnen, welches Ausmaß die Tragödie hatte, die den HFC Chemie im September 1971 so unvermittelt wie heftig traf. Meine Damen und Herren, Mitglieder und Funktionäre des Halleschen Fußballclubs Chemie sind in den heutigen Morgenstunden in einem Hotel in der niederländischen Stadt Eindhoven von einer Brandkatastrophe betroffen worden. Diese Bilder laufen damals nicht nur in den Hauptnachrichten der Aktuellen Kamera, auch in der ARD-Tagesschau. Und so bewegt das Schicksal der Fußballmannschaft aus Halle die Öffentlichkeit in Ost und West. Ich hoffe für jeden, dass sie das nicht noch mal erleben müssten, was unsere Mannschaft dort in Eindhoven erlebt haben. Wünsche ich keinen, nicht meinen schlimmsten Feind. Diese Brandkatastrophe, die ist in einem drin und die kriegt man auch nicht raus. Immer wenn dieses Datum kommt, dass man das überhaupt nicht verdrängen kann. Und am Fußball haben wir nicht mehr gedacht, das schiebt man zur Seite und rette sich, wer kann. Halle im Sommer 71. Die Metropole des Chemiebezirkes im Fußballfieber. Dafür gesorgt haben die Kicker des HFC. Nach den Jahren im Abstiegskampf hat sich das Kollektiv zum Spitzenteam gemausert. Den Ton geben Abwehrchef Bernd Bransch und der langjährige Auswahlspieler Klaus Urbanczyk an. Dazu gibt es eine gute Mischung zwischen Alt und Jung. Aus den einstigen Talenten und Juniorenauswahlspielern wie Wolfgang Schmidt oder Erhard Mosert sind inzwischen Stammkräfte geworden. Der Lohn, Platz 3 in der Meisterschaft und damit verbunden die Teilnahme am Europapokal. Wolfgang Schmidt fühlt sich damals wie im Rausch. Ich war noch ein junger Kerl. Für mich war das eigentlich eine kontinuierliche Entwicklung. Jugendmeister geworden in der DDR, Juniorenmeister geworden, in Schottland Europameister geworden. Im ersten Männerjahr den dritten Platz hier in Halle erreicht. Das war sensationell mit 18. Im Europapokal reingekommen und dann das erste Spiel hier gemacht. Die Auslosung hatte den Saalestädtern einen dicken Brocken beschert. Es ist der PSV Eindhoven. Der Werksverein des Philipp-Konzerns gilt in den Niederlanden als Nummer 3 hinter Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam, die in den beiden Vorjahren jeweils den Europapokal der Landesmeister gewonnen hatten. Sicherlich wussten wir um die Stärke der Holländer, aber wir haben uns sicherlich fast alle gefreut, dass der Gegner eben PSG hieß. Auch bei Torhüter Helmut Brade, seit einem Jahr die Nummer 1 in Halle, steigt am Tag des Hinspiels die Anspannung. 35.000 Zuschauer füllen das Kurt-Wappel-Stadion schon lange vor dem Anstoß. Der HFC wirkt nervös. Die favorisierten Gäste tun nicht viel mehr als nötig. So wird es eine Begegnung ohne große Höhepunkte. Wir haben das 0-0 hier gehalten, was alle unsere Möglichkeiten eröffnet hat, dort eine Runde weiterzukommen mit dem Tor. Und wir mit unserer stabilen Abwehr, das haben wir uns schon zugetraut. Die Zweitauflage gegen den PSV kann für die HFC-Spieler zum Spiel des Lebens werden. Ein 1:1 würde schon reichen und die Sensation wäre perfekt. Mit dieser Ausgangsposition geht es über den Flughafen Berlin-Schönefeld in die Niederlande. In Eindhoven checkt das Kollektiv im Hotel Silbernes Seepferd ein, direkt gegenüber vom Bahnhof. Am Abend geht es zum Training. Wegen einer Platzsperre wird das Spiel 100 Kilometer von Eindhoven entfernt stattfinden, in Hertogenbosch. Wir sind dort relativ spät am Abend vom Training dort. Wir haben ja dort in Hertogenbosch nochmal trainiert, wegen des Flutlichtes. Sind dann zurückgekommen ins Hotel. Nach dem Abendbrot wurde gesagt, bitte schön auf die Zimmer, an der Rezeption den Schlüssel holen. Aber wer in welchem Zimmer geschlafen hat und in welcher Etage, das war überhaupt nicht klar. Abgekämpft, geduscht, in unser Zimmer und von dort aus natürlich ins Bett und dann bis morgen. Und morgen packen wir sie. Wir haben uns selber Mut gemacht. Wir waren ja immer zwei Mann auf dem Zimmer. Ich war, wenn ich mich richtig erinnern kann, im dritten Stock.
Ahnungslos schlummern die Fußballer im silbernen Seepferd dem Tag vor dem Spiel entgegen. In den Morgenstunden werden sie von einem Großfeuer aus dem Schlaf gerissen. Noch aber wissen sie nicht, welche Katastrophe früh um 5 über sie hereinbricht. Ich bin dann früh munter geworden, als es so knallte. Dann habe ich gedacht, na, was ist denn das hier nur? Da war es dann so, dass wir früh bei Zeiten in den Morgenstunden durch eine Detonation geweckt wurden. Sodass ich dann aufgestanden bin und bin an den Balkon und habe nach draußen geschaut. Und da habe ich das ganze Malheur dann schon gesehen. Fast bis zur dritten Etage brannte das Hotel dann lichterloh. Zum Zeitpunkt der Katastrophe beherbergt das Hotel insgesamt 86 Gäste. Klaus Obanczyk erinnert sich noch ganz genau, wie er im vierten Stock an die Zimmertüren trommelte. Da er nicht genau weiß, wo seine Kameraden liegen, brüllt er über den Flur, auch in den darunterliegenden Etagen. Wir sind durch die lauten Schreie und also unsere Mannschaftskollegen haben dort alle geweckt. Und uns auch. Ich bin dann wohl oder übel denen hinterhergerannt, also De Banne, Paul Kersten, die da dabei waren. Diese Spieler versuchen nun mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss zu fahren, um dort irgendwie ins Freie zu gelangen. Als wir unten ankamen, brannte ja die Rezeption und wir kamen aus diesem Fahrstuhl nicht raus. Wir haben das Inferno dort gesehen und sind dann wieder hochgefahren und und kurze Zeit später knallt es halt und dann war der Strom weg. Das Glück, was wir hatten, dass wir mit diesem Fahrstuhl wieder nach oben sind, und war es dann so, dass nach uns noch Leute aus diesen Etagen in den Fahrstuhl gestiegen sind und dann elendlich verbrannt sind, weil der Fahrstuhl stecken blieb und völlig ausbrannte und Menschen dort zu Tode kamen. Helmut Brade hatte mit seinem Zimmerpartner einen anderen Fluchtweg gesucht. Dann wollten wir die Treppe runter. Da haben wir gesehen, dass wir dort gar nicht mehr runter können. Da sind wir alle beide mit dem, was wir am Körper hatten, also Schlafanzug und, sind wir dort übers Dach geklettert und haben uns dann an der anderen Seite über den Blitzableiter bis in die Dachrinne runtergehangelt. An diesem Dienstagmorgen ahnt zu Hause in Halle niemand der Angehörigen, dass die Fußballer des HFC gerade verzweifelt versuchen, ihr Leben zu retten. Stunden später machen die ersten Gerüchte die Runde. Doch erst am Abend vermeldet die aktuelle Kamera den Stand der Dinge. Der Brand wurde heute früh 5.30 Uhr durch eine Gasexplosion in den Küchenräumen des Hotels ausgelöst. Wenige Minuten später stand das fünfstöckige Gebäude in hellen Flammen. Die Rettung der Gäste wurde dadurch erschwert, dass das Hotel keine Feuertreppe hatte. Die Bewohner waren gezwungen, sich über die angrenzenden Dächer oder durch einen Sprung aus den Fenstern in Sicherheit zu bringen. Insgesamt sind unter den Hotelgästen nach letzten Meldungen 6 Tote und 30 Verletzte zu beklagen. 25 Menschen werden noch vermisst. Nur wenige Minuten später laufen auch in der Tagesschau, also im Westfernsehen, diese Bilder aus Eindhoven und verdeutlichen das ganze Ausmaß der Katastrophe. Fassungslos stehen die Einwohner der Stadt vor dem ausgebrannten Hotel. Es heißt, die Feuerwehr sei viel zu spät gekommen und hätte erst nach einer gefühlten Ewigkeit mit den Löscharbeiten begonnen. In diesem Inferno gibt es für die Hallenser gegenüber anderen Hotelgästen, wie den Teilnehmern eines Ärztekongresses, einen Vorteil. Die Fußballer sind gut durchtrainierte Leistungssportler. Dieser Ärztekongress, das waren ja keine Sportler. Die waren ja nicht so wie wir. Wir sind die Dachrinne runter oder andere Dinge noch gemacht oder gesprungen aus relativ hohen Stockwerken. Die standen am Fenster und die trauten sich natürlich nichts. Und die hat es dann erwischt, einige von denen. Die Fußballer Klaus Urbanczyk und Erhard Mosert wagen in der Finsternis als letzte Rettung den Sprung aus den oberen Stockwerken in die Tiefe. Die genauen Umstände seiner Flucht vor den Flammen schildert Urbanczyk später bei seiner Rückkehr in die DDR. Wir mussten uns einen Fluchtweg bahnen, nachdem wir das erste Mal aus einer Höhe vom dritten Stock ca. 9 Meter auf ein Dach gesprungen waren und dort erstmal in den Qualm und in der Dunkelheit suchten, um einen weiteren Weg zu finden.
sind wir dann nochmal 7 Meter, das heißt 6,70 Meter gesprungen in einen Hof zwischen Flaschen und Gläsern, wo wir uns sehr viele Schnittwunden zugezogen hatten. Das Glück, das wir hatten, ich besonderes, dass in diesem Hotel ein Ärztekongress stattfand, der mir dann im weiteren Verlauf der Rettung zugute kam, indem ich dort auf der Straße einer von diesen Leuten, von Doktoren, nachdem ich auf der Straße zerschnitten und kaputt und fast erstickt und ohnmächtig wurde, ich immer nur rief, null Rhesusfaktor positiv, null Rhesusfaktor positiv. So kommt der Abwehrspieler mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Als das Feuer im Laufe des Tages endlich gelöscht werden kann, steht fest, dass die Mannschaft des HFC neben Urbanschik mit Mosert und mit dem Masseur zwei weitere Schwerverletzte zu beklagen hat und ein Spieler, Wolfgang Hoffmann, noch immer vermisst wird. Unter diesen Umständen, da sind sich alle einig, kann es kein Rückspiel geben. Wir werden am Mittwoch nicht spielen, sondern am Donnerstag wieder die Heimreise ohne gespielt zu haben antreten. Am nächsten Tag, es ist der eigentliche Spieltag, vermelden die Zeitungen in Eindhoven die tragische Bilanz. 11 Hotelgäste ums Leben gekommen. Darunter auch der 21-jährige HFC-Spieler Wolfgang Hoffmann. Und dabei war der Mathematikstudent erst im letzten Moment in den Kader gerutscht. Für ihn war das eine Riesensensation, als er dann am Sonntag, einen Tag vor Abfahrt, erfahren hat, dass er zum Aufgebot gehört und mit nach Eindhoven fährt. Das macht die Sache eigentlich immer noch bitterer. Ich möchte es nicht versäumen, den wirklich schmerzgeprüften Eltern von unserem leider verstorbenen Sportfreund Hoffmann noch mal mein herzliches und tief empfundenes Beileid auszusprechen. Für Hoffmanns Mitspieler gleicht es einem Wunder, dass es auf Seiten der Hallenser nicht noch mehr Opfer zu beklagen gab. Bis heute wissen die, die das Inferno überlebten, wie schmal der Grat bei dem einen oder anderen wirklich war. Das hätte genauso in der Hose gehen können, wie es bei unserem Wolfgang Hoffmann passiert ist, der einen Weg gefunden hatte. Aber seine Sachen aus dem Hotel, die er sich mal aus dem Ausland mitgebracht hatte, holen wollte und dabei in das Feuer wieder hinein ist, in den Qualm hinein ist und erstickt ist. Ohne Wolfgang Hoffmann treten die Hallenser zwei Tage nach der Katastrophe die Heimreise an. Vor dem Abflug besuchen sie den im Krankenhaus verbleibenden Klaus Urbanschik. Noch immer versuchen die Ärzte, dessen Arm vor der Amputation zu retten. Der Abwehrspieler hatte viel Blut verloren, die Narben lassen es noch heute erahnen. In den Zeitungen wird der DDR-Fußballer als Held gefeiert, weil er, wie auch weitere HFC-Spieler, sich nicht nur selbst in Sicherheit brachte. Sportfreund Klaus Urbanschik rettete, ohne auf die Gefahr für das eigene Leben zu achten, zahlreiche Gäste, wobei er sich Brandwunden und andere Verletzungen zuzog. Peter Klemm und Rainer Langer retteten ein schwedisches Ehepaar und Roland Nowotny eine amerikanische Frau, die er über das Dach in Sicherheit brachte. Aus dem Europapokaltraum der Hallenser war ein einziger Albtraum geworden. Ähnlich wie bei Urbanschik stellt sich auch bei Erhard Mosert die Frage, ob der Mittelfeldtechniker jemals wieder Fußball spielen wird. Bei dem Versuch, den Schwerverletzten auf einer Trage über die Gangway ins Flugzeug zu bugsieren, kommt es zu einem für Mosert äußerst schmerzhaften Malheur. Zu sehen in der ARD-Tagesschau. 50 Jahre später reden wir mit den Betroffenen über die Konsequenzen der Brandkatastrophe, sowohl sportlich als auch ganz persönlich. Eindhoven prägte die damals jungen Sportler ein Leben lang. Ich bin dann auch in die Feuerwehr eingetreten, in meinen Heimatort als Beispiel. Ich habe sicherlich auch anderen Menschen auch helfen wollen. Wenn ich heute ein Hotel betrete, dann gehe ich dort hinein und als erstes gucke ich nicht, ob da eine schöne Karaffe mit Wasser da steht oder ein Glas Bier oder Wein, sondern ich sehe danach, wo ist der Notausgang, wo komme ich als günstigstes aus diesem Hotel raus und in welcher Höhe schlafe ich. Das sind die Gedanken, die dann mir durch den Kopf gehen, ganz einfach deshalb, weil man das
auch nach 50 Jahren nicht streichen kann. Sportlich bedeutet Eindhoven das Ende einer hoffnungsvollen Mannschaft, die noch am Anfang ihrer Entwicklung stand. Klaus Obantschik muss seine Karriere im Sommer 1972 beenden. Auch Erhard Mosert scheidet aus dem Leistungssport aus. Mit dem Oberliga-Abstieg des HFC wechselt er 1973 zur unterklassigen Betriebssportgemeinschaft Motor Suhl. Durch diesen Brand, im Nachhinein muss man das schon so sagen und so sehen, gab es doch schon einen ganz schönen Schnitt, der die Mannschaft arg getroffen hat. Wir haben mit dieser ganzen Geschichte schwer zu kämpfen gehabt und haben dann eigentlich auch in unserer sportlichen Entwicklung riesengroße Probleme bekommen, sind auch abgestiegen dann. Hängt sicherlich alles damit zusammen. 50 Jahre danach ist den ehemaligen HFC-Akteurin ein Aspekt besonders wichtig. Das Andenken an ihren bei der Brandkatastrophe ums Leben gekommenen Mitspieler. Man sollte vor allen Dingen an den verstorbenen Wolfgang Hoffmann denken, weil er ist ja für den HFC, so bitter das jetzt klingt, er ist für den HFC gestorben. Und das darf man überhaupt nicht vergessen. Die Brandursache der Katastrophe von Eindhoven wurde nie geklärt. Es spricht für die Hallenser Fußballer, dass sie mit ihrem Schicksal nie gehadert haben. Irgendwann akzeptierten sie die Ereignisse als Teil ihres Lebens und Teil der Vereinsgeschichte.